Die Frage ist, ob jetzt was passiert oder ob wir einfach auf der anderen Seite rauskommen. Ich hoffe natürlich Zweiteres. Aber das weiß ich nicht. Oh. So. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind jetzt in Folge. Ne, jetzt dürften wir schon in Folge 19 sein. Folge 18 müsste gerade eben vorbei gewesen sein, bei dem Cut, als wir durch den Tunnel sind. Und jetzt sind wir in Folge 19. Ich bin mal gespannt, wie viele Folgen wir machen. Es dauert doch, also so grob 10 Stunden waren angedacht für das Spiel, laut Internet. Ja. Oh, es fängt an zu regnen. Okay. Ich versuche jetzt erstmal. Also hier war die eine Bank, ja. Hier ist jetzt auch, bleibt es jetzt auch offen. So, was ich jetzt mal kurz versuche, ist hier lang zu fahren. Was höre ich denn da für Geräusche? Die gefallen mir aber nicht. Ah, okay. Okay, es gibt also gerade welche von den Bros hier, aber ich glaube, hier oben könnte die Bank sein. Um den zweiten Teil der Karte zu zeichnen. CC. Warum gibt es da eine Höhle? Aber hier ist die Bank, siehst du. Meine Intuition hat mich an den richtigen Weg gebracht. So. Müssen aufpassen, dass der Kollege nicht hier hochkommt. So, jetzt haben wir nämlich die zweite Map gezeichnet. Und jetzt gibt es hier eine Höhle. Diesmal müssen wir im Auge behalten, ob dieser Typ da kommt. Oder ist der despawned? Oh, ich weiß nicht, ob ich hier rein will. Mein alter Unterschlupf, den hatte ich fast vergessen. Tage und Nächte habe ich hier drin verbracht. In der ersten Zeit, in der ich bei Großpapa lebte, nachdem meine Eltern gestorben waren. Okay. Wunderschön. Nee, ich wollte mich nicht setzen. Ich habe Tage damit zugebracht, die richtigen Steine zu finden, um sie wenigstens in dieser Form zurückzubringen. Doch der arme Kerl. Ja, war doch klar, dass hier jetzt irgendwas passiert. Ah, da. Ah. Okay. Okay. Ja, ist einfach eklig. Das Spiel ist einfach eklig. Ja, okay. Ich denke mal, hier geht es auch nicht mehr weiter. Nö. Okay, kleine Erinnerung an die Eltern, die sind also gestorben und das hat uns ein bisschen mitgenommen. So, zurück zum Thema. Ich muss aufpassen, dass der Typ uns hier nicht erwischt. Aber scheinbar ist er weg. Und in meinem Auto fühle ich mich sicher, damit kann ich einfach alles platt fahren. Kann jetzt sein, dass der neu spawnt. Ja. Moinsen! Wenn er das überlebt hat, dann weiß ich auch nicht. Aber das war ein richtiger Roadkill, Alter. So, kann natürlich gut sein, dass hier noch mehr von. Ja, klar, der ist überlebt. Dass hier noch mehr von den Kollegen sind. Oh, hier sind mehr als nur er. Hier ist es mehr als nur der eine. Da ist gerade noch einer angegriffen. Ich fahre hier mal eine Runde, um zu drehen. Um zu gucken. Warte mal, er scheint tot zu sein. Oder war das er? Hat er uns angegriffen? Nee. Ich wollte auch sagen. Oh nein, wir fallen runter. Nicht gut. Ich habe jetzt halt auch keinen Bock zu sterben, weil wir müssen alles nochmal neu machen. So, wir drehen nochmal eine Runde und dann machen wir den noch platt, damit der weg ist. Oh, hier ist auch noch einer. Die Frage ist halt, spawnen die jetzt immer neu? Spawnen die jetzt immer neu oder wenn ich die gekillt habe, sind die weg?
Muss da hin. Moin. Aua. Alter, das hat mich ja übel erwischt. Oh, das gefällt mir gar nicht. Im Haus sind wir aber, glaube ich, sicher, ne? Dafür müssen wir nur ins Haus kommen. Oh Gott, das ist hier Offroad Rally, Alter. So. Du, mein Freund. Mein letztes Stündchen hat geschlagen. Ja, komm, steh ruhig nochmal auf. Mach dich platt. Ich glaube, der ist futsch. So, wie gesagt, ich bin nicht sicher, ob die wirklich tot bleiben oder ob die nicht einfach neu spawnen. So, der. Wir gehen jetzt einfach hier rein und speichern schon mal. Ich hoffe, hier ist keiner drin, ne? Ich weiß gar nicht mehr, wo hier der Speicherpunkt war hier. Okay, so. Whistle Hammer. Hier ist auf jeden Fall irgendwo einer. Der Himmel macht mich nicht täuschen. Okay. Der ist auch gehört. Nicht, dass der Kumpel hier drin ist. Ich meine, hierfür braucht mir den Schlüssel, oder? Was? Wie? Das geht nicht. Ach so, das Figürchen. Ich glaube, der ist vorm Haus. So. Herrlich. Achso, das Fenster. Huch. Ja, siehst, ey, ich habe das Spiel geschrieben einfach. Noch ein bisschen Muni. Oh Gott. Oh, da habe ich ja richtig Bock drauf. So, das war wieder nur das Fenster. Oh Gott. Das ist schlecht. Ich weiß nicht, ob wir den damit töten können. Es kann nachgeladen werden, das Gewehr. Okay, da hat sich die Luft aufgelöst. Okay, das ist jetzt scheiße, aber jetzt haben wir Muni verschwendet. Wir haben 9 Schuss. Okay, man kann aber immer nur 6 reinmachen. Verstehe. Ich würde sagen, wir versuchen einfach direkt wieder abzuhauen. Ich speichere. Naja, aber will ich jetzt speichern? Weil ich die Munition verschwendet habe. Egal, kommt Leute, wir speichern nochmal. Wird schon okay sein. Ja. Ja, es ist nicht so einfach damit zu schießen. Alter. Was soll die Kacke? Oh Gott. Ich glaube, das ist, wenn wir Angst haben. Naja. Oh, da ist noch einer. Ah, okay. Ja, Leute. Ich glaube, das war nicht so schlau. Jetzt haben wir keine Munition mehr. Egal, wir versuchen es einfach trotzdem. Ja, ich verstehe schon. Ich hau schon ab. Ich lasse euch in Ruhe. Ich lasse euch in Ruhe. Beruhigende Geräusche auf jeden Fall. Okay. Ab auf den Gipfel. Zum Ende der Geschichte. Ich muss sagen, mir reicht's auch langsam. Ich habe immer, wenn ich das Spiel spiele, macht's mir dann richtig Bock, aber so die Überwindung wieder anzufangen, ist halt einfach so, oh, irgendwie macht's einem schon so ein grausiges Gefühl, das Spiel, und da habe ich langsam genug von. Aber es ist auch echt nice, das Spiel.
Und ich glaube, wir sind bei YouTube gerade mal bei Folge 3. Ja. Ich habe schon alles vorproduziert. Die Videos sind alle schon online, werden immer Tag für Tag freigeschaltet. Also habe ich jetzt erstmal 2 Wochen Ruhe. Kann ich mal ein bisschen chillen. Nächste Woche kommt ein neuer PC. Ah, wenn ihr das hier seht, habe ich den schon lange. Aber da freue ich mich auf jeden Fall drauf, denn ich hatte ja einen neuen gekauft. Aber ich habe nochmal einen deutlich besseren gefunden. So Sachen findet man natürlich immer hinterher, wenn man schon gekauft hat. Aber der aktuelle, der geht dann einfach zurück. Und der neue, der hat statt einer 3050 eine 3060, eine RTX. Und statt i5 i7. Und hat dann einfach ein Huni mehr gekostet. So ganz ehrlich, richtig ärgerlich, dass ich den nicht beim ersten Mal suchen gesehen habe. Aber so ist das. Jetzt kommt der nächste Woche und dann wird umgetauscht. Ja. Okay, wir düsen hier zum Gipfel. Wir düsen hier zum Gipfel. Wir haben doch auch alles, oder? Ich würde ja nochmal mein Inventar öffnen. Ja, okay. Ja, 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 ja. Ja, och, ich drück's aber auch direkt nochmal an. Nee. Skizze? Gib Gummi, Alter. Kein Bock hier jetzt noch Stress zu kriegen. So, ich glaube, hier waren wir noch gar nicht, oder? Nee, hier ging's nicht weiter, genau. Ach ja, Leute, wieder ein Tunnel. Angenehm. Angenehm. Ja. Bin mal gespannt, was jetzt dabei rauskommt, wenn wir mit dem Typen versuchen zu verhandeln. Der hat, glaube ich, nicht so sehr Bock auf uns. Aber gut, wir sind ja eigentlich unschuldig. Wir sind ja nur der arme Enkel. Okay, hier können wir uns theoretisch ein Auto rufen. Hier haben wir jetzt halt noch keine Karte, ne? Das heißt, es gibt wahrscheinlich. Ach so, wir sollen mit der Seilbahn fahren, ne? Da war ja was. Straße ist, denke ich, hier auch zu Ende, jo. Dann parken wir mal hier. Sonst hätte ich es gewusst. Und fahren wohl mit der Seilbahn auf den Gipfel. Ach, sag mir nicht, wir haben jetzt noch keinen Strom. Es hat keinen Strom. Ich muss den Lift zum Laufen bringen. Das wäre ja auch zu einfach gewesen. Kurz mal speichern. Man weiß ja nie bei diesem Spiel. Donnerstag. Viel Betrieb auf dem Lift heute Nacht. Gut gekleidetes Volk. Samstag. Auf meiner Nachtschicht habe ich erneut die dunkle Gondel gesehen. Okay. Ah. Ich höre hier auf jeden Fall auch immer beruhigende Geräusche. Okay, wir müssen den Lift also erst zum Laufen bringen. Sieht ja aus, als wird der Strom von hier kommen, ne? Nee. Doch, der geht hier rein, aber da kommt er nicht her. Sondern er kommt von hier aus dem Nichts. Ob das eine gute Idee ist, dahin zu gehen? Ich weiß es nicht. Ich verstehe. Ach so, doch da. Da ist auf jeden Fall was. Okay. Wie klopfen? Yo. Okay. Saschail Runal per mai. Saschoi, jo centoleni elektrische ti porte ze mi pupile hisli.